Hier Kiwi-Versuch habe ich gerade in die Erde gesteckt. Unten sieht man noch das Küchentuch. War eine rote Kiwi sogar. Da haben wir gesagt, da machen wir mal ein Experiment von. Ich hatte schon mal Kiwis, die sind was, ja, nichts geworden, kann man nicht sagen. Was geworden, kann man nicht sagen. Die sind gekeimt, aber dann sind sie mir leider eingegangen. War wohl irgendwie. Ich vermute mal, es lag daran, dass es im Winter war und die dann einfach nicht genug Licht gekriegt haben. Ja, hier unten süß Melo Zuckermelone. Hier die Versuche mit der Süßkartoffel. Ja, das ist schon ziemlich lange her. Habe ich im Januar die Ecken abgeschnitten. Da ist noch eine, die keimt auch schon und da ist sogar schon tatsächlich groß was dran. Ja, hier dicke Bohnen sieht man. Steckzwiebeln habe ich hier zwischen. Hier ist die einzige Zucchini, die was geworden ist. Die anderen Samen sind alle nicht aufgegangen. Die letzte Olga. Ein Ölkürbis, hatte ich noch ein paar Samen, die habe ich in die Erde gebracht. Scheint jetzt zu kommen, das müsste so sein. Würde mich schwer wundern, wenn nicht. Das hier ist Kurkuma, selbst eingepflanzter Kurkuma. Die größte Pflanze steht schon bei meiner Mutter. Da kriegt sie im Wintergarten deutlich besser Sonne. Ja, hier sieht man. Da ist noch Paprika. Da hatte ich ja letztens schon geschickt das Video, wie mir hier die Mäuse anscheinend meine Paprikapflänzchen gekillt haben. Da sieht man noch die Stümmelchen. Ich habe da in die gleiche Schüssel einfach nochmal Samen reingetan, habe extra eine Paprika geholt. Ja, hier haben wir noch Versuche von der Feuerbohne. Zuckermais, alles jetzt im Mai nach den Eisheiligen ausgepflanzt. Mal sehen, ob es noch was wird. Oder ausgesät. Mal sehen, ob es noch was wird.